Siehst du, ich hoffe, du fühlst dich jetzt voll schlecht deswegen. Nee, er hat mich schon umgefahren, wegen ihm war ich im Krankenhaus, dann hat er mich wieder angefahren, dann hat er gesagt, ich bin fett, dann hat er mich auf der Straße Na rausgeschmissen. Und? Jetzt weint er! Und eigentlich sollte ich weinen, oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Kannst du mal bitte aus meinem Auto aussteigen? Kann ich nicht Auto fahren. Ja, raus mit dir. Ist nicht ich dein Auto. Ich bin guter Autofahrer. Nein. Doch. Geh raus. Oshi, wieso wirst du nicht Rennfahrerin? Ja, ich fahre jetzt hier auch kein Rennen. Aaron, du meinst, dann bin besser, oder was? Ja, ich fahre doch jetzt hier nicht irgendwie wie eine Bekloppte. Ja, aber du sollst ordentlich fahren, wie ein normaler Mensch. Ja, aber wenn man Rennen fährt, fährt man nicht ordentlich. Ja, du fährst ja keine Rennen. Das sag ich doch gerade. Ja, dann fahr doch ordentlich. Tu ich doch. Oh, manchmal regst du mich ja wieder auf, ich muss doch fahren. Ja, dich regt alles auf, Mimi. Ja, weil ihr alle dumm seid. Mann, was war das? Ja, die trägt gelb, das ist ein bisschen gefährlich in der Stadt. Ist es? Ja, du bist... Doch, in meiner neuen Wohnung. Mimi, ich habe jetzt eine Wohnung. Was? Ja, so darfst du ja ich habe eine Wohnung. Die wohnt am Arsch der Welt bei MG13. Das ist so traurig. Ja, und? Hast du mir eine Wohnung besorgt oder habe ich es selber geschafft? Hätte ich es gemacht. Bist du auf Miete dort? Ja, auf Miete. Ja, ja, das ist nichts Besonderes. Lass mal angucken, bitte. Ich freue mich einfach, dass ich jetzt eine Wohnung habe. Miet dich damit bitte aus. Nö, der war doch ganz nett. Wow, und deswegen wohnst du da, weil er nett ist. Wie viel bezahlst du da? Weil ich von meinem Geld die Wohnung bezahle. Wie viel bezahlst denn du? 100 im Monat. Ach du Scheiße. Alter, wo kriegst du Einkommen? Von meinem Job. Welcher Job? Also im Moment habe ich genügend Geld und jetzt gerade so. Wie viel Geld hast denn du? 14.000. Sag doch mal. Hä, woher? Ja, ich habe nicht geschlafen wie du, Mimi. Sie hat sich hochgeschlafen. Nein, sicher nicht. Bist du mein Sugar Mama, wer denn? Kannst du mir Geld Dennis leihen, oder Sugar Daddy? Halt die Schnauze, Mark. Kannst du mir Batterien leihen? Dann geh ich Suppe kochen. Nein. Ja, dann hab ich 100.000. Kannst du mir Geld geschenken? Weißt du, kaum hat einer Möpse, schlägt ja, er sich gleich hoch. Es regt mich hier ja, auf in diesem Land. Ja, jetzt Start. Gleich. Okay, oder Insel. Cool. Vielleicht krieg ich für dich Geld. Ja, ich will jetzt. Für mich jetzt Geld? Ja, ich krieg für dich Geld. Bist du meine Pip oder was? Nein, das Ding ist, weil wenn du Stripper wirst, dann wenn ich dich in diesem Business da vorstelle und du dann da bist, krieg ich dafür eine Provision. Geil. Erzähl das doch nicht. Aber sorry, was erzähl nicht? Ihr kann mir alles erzählen. Ist doch so. Gut für ihn. Ist so, das ist ja, aber er besorgt mich. Dir ja auch den Job, also sollte auch was dafür kriegen. Ja, voll okay. Guck mal, hier besorge ich ein scheiß Auto für 100.000, hier besorge ich einen Job. Und dann sagt mir noch nicht einmal, ich bin asozial. Ja, du bist in den. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. In Anwesenheit von anderen Leuten bist du immer ein bisschen komisch. Wenn wir alleine mit dir sind, bist du richtig cool. Aber dann, wenn ein Freund von dir da ist, dann bist du immer ein bisschen komisch. Dennis aussteigen. Naja, allein kann er auch ein Arsch sein, wenn er mich immer aussteigen. Überfährt. Magnus, ich erschieße dich, wenn ich aufsteige. Dennis, aussteigen. Ich erschieße dich auch. Kannst du nicht, du bist zu schlecht dafür. Ich hab besseres Aim als du. Was für ein Junge, hast du zu viel Computer gespielt oder was? Ja. Bist du behindert? Achtung! Das ist Triade, Junge. Der Ding gerade wollte den erst umrahmen. Ah, wo hab ich denn meinen Roller abgestellt? Ach du Scheiße, sie kommt mit Roller an. Sie kommt mit Roller. Ihr habt immer noch ein scheiß Auto, was in der Verwahrstelle steht. Ja, wie krieg ich? Ich hol das jetzt für euch. Das kriege ich. Ich bin mit dem Auto überhaupt nicht gefahren. Ich hab's einmal gesehen und dann war's weg. Ich auch. Oh Mann, ja. Du bist immer noch voll laut. Wer denn? Ich? Ja, wie hieß du nochmal? Mimi. Nee, die andere. Ishiva. Ja genau, die ist voll laut immer noch. Das kann nicht sein. Ob das was für dich. Also bei mir ist sie eigentlich ganz ein bisschen lauter als alle anderen, aber okay. Dran. Ja, bei mir auch. Oh. Oh mein Gott! Keine Ahnung, wieso ich lauter bin. Ja, ich sehe nichts mehr. Die Klappe du sprichst einfach laut. Ich spreche so laut, ja. Oh, jetzt abgewalt. Mein Naturell. Welche Nummer hast du? Tischnummer hast du im Café? Was? Ich könnte nicht beide gleichzeitig reden. Welche Nummer hast du im Tisch? Ja, moin. Welche Tischnummer hast du im Café? Boah, keine Ahnung. Das ist so. Mimi? Ja. Und Shiba? Ja.
Könnt ihr mir helfen, eine Freundin zu finden? Eine Freundin? Ja. Ja klar. Also schaffst warum du hast du Samenstau? Was? Wie finde ich denn mal, wie finde ich das denn raus? Welche Tischnummer ich habe? Siehst du unten rechts? 298. Ja, ich hab's gefunden. Also, helft ihr mir oder helft ihr mir nicht? Ja, wir helfen dir, komm, wir das nehmen schaffst da neue du nicht Mission. Mal mit Hilfe. Wer will eine Was? Freundin? Ja, der Magnus. Ah. Ja, wir finden dir eine, okay? Ja. Das ist ja unsere Mission jetzt für die nächste. Ich kenne hier keine Frauen. Ja, ich doch auch nicht, Mann, aber darum geht's doch nicht. Ja, ruft ja uns. Okay, du schaffst das erst recht nicht. So, hier, habt ihr 2500 zufällig auf der Hand, einer von euch beiden? Nein, natürlich. Das ist ein Roller, der ist. Ah! Mann, du Spasti! Was ist mit diesem? Mann! Das ist MG13 hier. Was ist MG13? Ich verstehe nicht. Also. Der ist weg. Der Dennis ist weg. Oh mein Gott! Magnus, du musst gucken, wenn du umdrehst! Ich lass den Markus nicht dem. Ich lass den nicht mehr fahren! Ey, lass bitte Stecker auf und lass dich lieber fahren, bitte! Nein, ich hole. Ihr könnt euch jetzt euer Auto holen. Ja, aber ihr habt kein Geld! Dennis ist hier. Das mit dir lässt du mich einfach hier alleine stehen, Alter! Hä, hey, wie warst du ja, noch im Auto? Ja, das ist halt der Magnus, ne? Das ist der Magnus. Scheiß an den Preis, fährt die Leute um, lässt die Leute alleine stehen, ruft an und sagt, nein, tut. Er versucht sich zu entschuldigen, indem er sagt, du bist super. Das ist Markus. Dann sagt er, du bist fett. Und dann sagt er, du bist fett. Man kann ja auch gleichzeitig super und fett sein. Nein. Ach ja, und Ironie. Ironie hat er auch ganz viel. Was ist Ironie? Magnus. Also das Auto stopp, wo fährst du? Was ist das für ein Auto? Du kannst dir ja bei den Stripperinnen eine Freundin suchen, Magnus. Ja, das machen wir zusammen. Wir sind seine Sidekick. Da musst du aber bezahlen. Ist doch egal. Ja, das ist er doch schon gewöhnt. Magnus, die nehmen dich komplett auseinander. Ey, Magnus. Magnus weint gerade. Mal guck dir mal die Tränen an. Ja, wenn du Affe in dein Gesicht hältst. Ja, ich hab nur Finger gezeigt. Also. Wer weint denn jetzt? Magnus ist, glaube ich, hier eingeschnappt. Ja, der muss aber genau. Also, wer austeilen kann, ja, der muss auch einstecken können. Ganz ehrlich. Er weint wieder. Ja. Ach, Magnus. Dann soll er halt mal netter zu mir sein. Also nicht mit Geschenken oder irgendwas Materielles. Ja, mit Geschenken! Nein! Das finde ich blöd. Warum sagst du sowas? Mann, jetzt ist er voll traurig, ey. Er weiß doch selber, was er gemacht hat. Mann, armer Magnus. Ja, armer Magnus. Siehst du, ich hoffe, du fühlst dich jetzt voll schlecht deswegen. Nee, er hat mich schon umgefahren, wegen ihm war ich im Krankenhaus, dann hat er mich wieder angefahren, dann hat er gesagt, ich bin fett, dann hat er mich auf der Straße rausgeschmissen. Na, jetzt weint er! Und eigentlich sollte ich weinen, oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Was machen wir? Ich will jetzt dein Auto. Schieber, kannst du uns ein Auto kaufen? Du hast so viele Gehole. Ja, wir können auch zu den M13 oder wie die heißen gehen. Die haben auch gemeint, dass sie mir eins geben würden. Wir sind 13. Das ist ein scheiß Burrito, der fährt siebig. Warte mal, lass mich genau, mal kurz aussehen, bitte stopp mal kurz. Mann. Damit kann kannst du nicht rumfahren, Mann. Das ist ein Arbeiterwagen. Scheiße, Mimi. Sie hat Flickflack Overflack gemacht. Leute. Magnus Reaktionszeit schon wieder. Wieso springt sie denn einfach? Warum schlagen sie aus? Mimi, wieso springst du denn aus dem Auto? Mimi? Jetzt sei aber auch nicht so eingeschnappt, komm. Mimi, komm, steig wieder ein. Ich weiß nicht, was ihr gesagt habt, aber ihr habt meine Gefühle verletzt. Sag ich ja, ihr habt geweint. Ey, Mimi, komm rein. Oh, ich kann nicht einsteigen. Ist das dein Roller? Gehmuskel. Gehmuskel, ja, hab ich doch, aber ist nicht, geht nicht. Dann geh auf Beifahrersitz. Ist abgesperrt. Ich will nicht hinsitzen. Weil ich hinten bin, oder was? Dann geh weg. Nein, ich sitz vorne, ich sitz vorne. Shotgun. Mann. Ja, Magnus, scheiß. Jetzt ist okay, wieso lässt du ihn jetzt hier? Draußen, kack. Du sitzt schon wieder bei mir drin und dann gehst du plötzlich raus. Halt die Schnauze. Wieso ist die so unfreundlich? Wer? Ja, die Dennis? Weiß ich die nicht. Die Dennis. Jetzt verarscht sie halt, weil sie nicht so gut Deutsch kann wie ihr.
Sie ist noch nicht so lange da. Gib mal $2500 runter, damit ihr euer Auto holen könnt, damit ich gleich farmen gehen kann und Geld machen kann und dir ein scheiß Auto kaufen kann. So. Lieber, back aus. Was habe ich gesagt gerade? Dass ich keinen Bock auf Materielles habe. Du sollst uns ein Auto kaufen, nicht ihn. Oh. Bitte. Gib mir jetzt mein Geld, bitte. Kauf mir bitte ein Auto. Hallo, du sollst Rennfahrer werden. Ich muss dich dafür... Hör auf mich anzufahren, Mann! Bist du behindert oder was? Hä, hey, ich fahr doch gar nicht mehr. Ob du behindert bist, hab ich gefragt. Hier, Shiva. Ja, was? $2500 abheben, damit du das Auto aus der Verwahrstelle holen könnt. Ja, sag halt was. Was hat er doch? Hat er dreimal schon gesagt. Üff, ja. Ich schau mal, ob er Kaugummi gibt. Ich hab Mundgeruch ein bisschen. Genau, Mann. Servus. Tschüss. Die nerven mich so. Mich auch. Und der kapiert einfach nicht, worum es mir geht. Oh, ich hab gar nicht mehr so viel. Ach, weil ich mir den scheiß Rucksack kaufen musste. Da muss ich nochmal zu den M13 gehen. Die stecken mir ständig einfach 10.000 und so zu. Wer? Da, wo ich jetzt wohne. Die sind da ganz nett. Du bist bei fremder Leute eingebunden? Nein! Mein Vermieter, der steckt mir einfach immer Geld zu, ich weiß nicht warum. Gib doch zu, du schläfst mit dem. Nein. Ich glaube, die kennen Wort. Ich schlaf nicht mit dem. Er hat dir ein Auto hier, er hat mich wieder stehen gelassen. Gerade hast du gesagt, schnell fahr und jetzt heulst du. Nein, wegen diesem Rollertypen. Wo ist der denn? Keine Ahnung, wo der ist. Scheiße, Magnus ist. Mann, ist. Oh, Magnus. Steck so auf. Sag mal, was ist eigentlich das Problem von ihm? Haben deine Eltern dich früher geschlagen oder warum fährst du die ganze Zeit weg? Ich hatte ein Rennen mit dem Rollertypen gehabt. Aber es gibt ja gleich einen Rennentyp. Also jetzt gib ihm Geld und dann holt er uns Auto. So, nein, ihr müsst euch selbst das Auto aus der Verwahrstellung holen. Glaube, Nutzer spielt ihre Rolle. Die haben gerade Geld abgehoben. Ja, sie. Habt ihr das Geld abgehoben? Ja, sie hat Geld abgehoben. Shiva, hast du den Schlüssel für das Auto oder? Mimi hat den. Was habt ihr für Auto? Aber Magnus, du hast beide uns Schlüssel gegeben. Betten. So, gut. Ach so, dann habe ich vielleicht auch einen. Hier, schau mal, Rollschieberrolle bitte rauf. Auto ausparken. Bruder, der hat einen scheiß Schlüssel, Alter. Ja, okay. Das ist doch hier mit deiner. Wie heißt du? Alter Opa, hallo. Hey, steig mal aus und gib mir mal dein Per. Lieber. Oh. Jawohl, super, komm mal. Willst du den Mann da mit Kannst dem du mir einen Verbandskasten geben? Hallo. Hallo? Sehr gut, hallo. Kannst du mit deinem Perro kurz gehen? Bitte nicht schön, ich freue mich, dass es euch gut geht. So, ausparken. Dankeschön, tschüss. Ich hatte irgendjemand ganz laut Musik. Komm bitte. Komm mal her. Geh mit deinem Perro raus, Alter. Was ist hier los? Bitte. Nee, ciao. Was ist das Auto? Ey, im Auto. Nee, was war nee. Viel Spaß euch noch. Ich muss los, Mann. Fährst du jetzt mit meinem Auto? Geh raus. Achso, hey. Der Motor ist aus. Ja. Kannst du mal bitte aus meinem Auto aussteigen? Kann ich nicht Auto fahren. Ja, raus mit dir. Das ist nicht ich dein Auto. Ich bin guter Autofahrer. Nein. Doch. Geh raus. Ich bin wirklich ein guter Autofahrer. Ja, trotzdem. Ich also darf ich? Nein. Oh. Hey, ja, mach mein Auto kaputt. Ich war das nicht. Wo ist denn jetzt die Mimi? Ich wollte doch mit der Mimi fahren. Och Mann, lässt er mich jetzt wieder hier. Ja, dann komm. Kannst du mir den Motor anmachen? Ja. Dann musst du kurz Fahrer sitzen. Warte mal. Hey. Fahrzeuge doch, siehst du? Da steht was im Weg. Oh! Was machst du da? Ich wollte das Auto ein bisschen verschieben. Ja, irgendwie komme ich nicht rein. So, warte. Was? Alles gut. Ja, was fährst du? Jetzt! Hey! Ja, jetzt hat's geklappt, siehst du? Es hat geholfen. Toll. Du fährst Verschieber mit. Lass mich fahren. Ich bin gut daran. Nein, mach Motor an. Ich muss jetzt weg. Mach Motor an und dann check aus. Probier ab, wenn ich fertig bin. Achso. Jetzt fahr mal wieder zum Abendessen, Magnus. Ja, ich rufe euch wieder an, wenn wir fertig sind. Tschüssi. Okay, ciao. Tschüss.
Ich muss mir mal Batterien. Kommt, Mimi, steig ein. Die sind doch alle bekloppt. Ich hasse die. Mach auf. Ach, entschuldige. Ich hab wegen ihm zugesperrt gehabt. Das Fahrzeug, aber jetzt... Komm rein. Okay. Der hat nicht mehr. Der hat nur noch den. Ups. Oh, schiebe die neue Auto! Ja, er hat auch schon alles kaputt gemacht. Ich habe eine Scheibe abbekommen, ein Stück. Entschuldigung. Mann. Pass doch bitte auf, wie du fährst. Ja, frag mal. Es ist grün! Ich habe gerade überlegt, wo wir jetzt hinwollen. Soll ich dir mal die Wohnung zeigen? Ja, bitte zeig mir Wohnung. Okay. Oshiba, so wirst du nicht Rennfahrerin. Ja, ich fahre jetzt hier auch kein Rennen. Aaron, du meinst, dann wird besser, oder was? Ja, ich fahre doch jetzt hier nicht irgendwie wie eine Bekloppte. Ja, aber du sollst ordentlich fahren wie ein normaler Mensch. Ja, aber wenn man Rennen fährt, fährt man nicht ordentlich. Ja, du fährst ja keine Rennen. Das sag ich doch gerade. Ja, dann fahr doch ordentlich. Tu ich doch. Boah, manchmal regst du mich echt auf, ich muss schon sagen. Ja, dich regt alles auf, Mimi. Ja, weil ihr alle dumm seid. Mann, was machst du? Deine fucking Hand! Ich steig jetzt auch gleich aus deinem Auto. Das ist gewollt. Das war eine Abkürzung. Ich hab gewollt Platzwunde am Kopf, oder was? Du hast gar keine Platzwunde. Ja, aber meine Kopf tut jetzt ein bisschen, wenn meine Finger sind kaputt. Ja, komm, reg dich nicht auf. Ja, reg dich nicht auf. Ich bin jetzt schon ein bisschen sauer. Warum? Weil du meine Leben gefährdest. Erst sagst du, ich soll schneller fahren, dann sagst du, ich soll... Ich hab nie gesagt, du sollst schneller fahren. Ich hab gesagt, du sollst langsam fahren. Ah, dann sag das doch. Also, Mara. Also jetzt bist du auf einmal sehr laut geworden. Ich habe auch geschrien. Ja, hab ich gehört. Halt, stopp, ich muss da hoch. Ah, warte. Die Wohnung ist ganz neu. Aber wirklich Wahnsinn, wie du fährst. Als hättest du deinen Führerschein in die Lotto gewonnen. Ich hab doch gar keinen Führerschein, Mimi. Aber das stimmt. Was ist hier los? Warum sind die alle autoblau? Ja, das ist die Gang, die hier wohnt. Mein Vermieter gehört auch dazu. What the fuck? Woher hast du den Gang gelernt? Ich hatte hier meinen Unfall. Oh. Ja. Oh, wow. Zeig so. Mal, wo wir sind auf die Karte. Hey, das ist nicht schlechteste Ort. Sag ich doch. Ich will auch ein Wohnung. Ich dachte, du kannst bei mir einziehen. Das ist riesengroß. Ach ja, vorerst vielleicht, ja. Aber wie habe ich den Schlüssel? Ich lass dir einfach offen. Aber dann rauben uns alle aus vielleicht. Stimmt. So, das war irgendwo hier. Ich glaube, hier war's. Bin mir nicht ganz sicher. Aber sieht schon ein bisschen aus wie bei die Asoziale. Ja, aber besser ist nichts, oder? Bist du bitte zu, wenn du rausgehst aus dem Auto? Ja, wollte ich gerade. Ups. Sonst ist es bald weg. Oh Gott, das ist wie bei die Asoziale hier. Hä, aber es geht... Ich kann nicht zusperren. Hast du schon zugesperrt? X muss gehen. Ja, habe ich gedrückt. Aber manchmal will mein X-Muskel nicht. Ah, jetzt. Meine auch nicht. Meine ist geklemmt. Ja, jetzt geht auch bei mir. Jetzt ist zu. Geh super. So, jetzt muss ich nur gucken. Ich glaube, es war das hier, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Warte mal, ich hatte hier hinten hatte ich mal einen Unfall. Vielleicht steht er ja auch da. Du rennst so nicht weg, bitte. Ja, ja, ich habe nur geschaut, ob Tyson da steht, aber der ist da nicht dabei. Also da hatte ich meinen Unfall da hinten. Hast du gesehen? Okay. Hier gleich? Wo die drei Typen da auch stehen. Oh Gott, okay. Und die sind ganz nett, also... Die schauen hart aus, aber sind eigentlich echt okay. Okay. So ein bisschen Trottel, aber... Wie war... Und hier ist das Haus. Glaube ich. Oder? War das das? Nee. Die sitzt der Tobi, nicht du. Fast gefunden, warte. Dann war es das hier. Ja, hier, Mimi. Hier ist es. Bella. Besitzer Bella. Hallo, da steht Besitzer Bella Wilson. Echt? Ja, nein. Da steht...
Doch, das ist Besitzer Bella Wilson. Und mit dir $100. Ja, $100 stimmt. Okay. Hä? Ah. Mist? Welches war meins? Vielleicht die alte Schrottwagen hier. Ich guck mal ganz kurz. Ah, war das das hier? Oh Gott, bitte nee. Ich darf, oh Gott, nee. Oder haben die mein Haus jetzt einfach weiter vermietet? Vielleicht hast du gar kein Haus. Doch. Hallo. Ich ruf den mal an. Warte mal. Ich ruf den mal an. Hallo. Hey Tyson, du, ich finde mein Haus nicht. Wo bist du gerade? Ja, da in dieser Straße, wo die ganzen Häuser sind, aber irgendwie finde ich nicht mehr meins. Straße Anfang, das zweite Haus von rechts. Das zweite von rechts? Ja, ja genau, ja. Also von unten sehen jetzt? Ja. Okay, ich schau nochmal, danke. Bitte. Ciao. Jo. Ups. Okay, also das zweite von rechts hat er gemeint, von unten. Ah, ich glaube das hier. Ah, mit dem Hubschrauber. Ja. Okay. Ja, das ist es. Hey, der hat die Miete erhöht, oder was? Tyson Ruiz ist da, Besitzer. Ja, Tyson, das stimmt, aber die Miete ist eigentlich 100. Aus Betreten geht nicht. Ist das das zweite von rechts? Aber das kann nicht sein. Eins, zwei. Aber wieso komme ich nicht rein? Mimi, ich kann nicht mal aufsperren. Lieber, der hat dich 100% verarscht. Meinst du? Der hat dich 100% verarscht. Nein. Oh, Entschuldigung. Hey. Entschuldigung, ich wollte die Tür treffen. Entschuldigung. Alle hauen mich heute. Nein, das war nicht mehr. Entschuldigung. Der hat dich verarscht. Schau mal, da steht abgeschlossen. Ja, und ich kann irgendwie nicht aufsperren. Aber vorhin konnte ich aufsperren. Ja. Du, ich hab's gefunden, aber ich komm nicht rein. Mit dem L-Muskel. Ach, L-Muskel war es, nicht X-Muskel, deswegen. Du, ja. Und da steht auf einmal 200 Miete. Hast du meine Miete erhöht, oder was? Wo steht $200 Miete? Wenn ich vor der Tür stehe, steht da plötzlich 200 Miete. Ja, ich komm mal kurz, warte, ja? Ja, okay. Hallo. Hey du, also mit dem L-Muskel hat's geklappt, aber oh. Schau, da steht 200. Okay, ist komisch, warte mal. Ja. Steht wieder auf 100 jetzt. Hast du? Ja, kann sein, dass es wegen der Wände da ein bisschen Schwierigkeiten gab. Okay, ja, das kann sein, stimmt, das war ja vorher noch. Okay, alles klar. Gut, danke dir. Ja, bitte. Ciao. Deine Freundin nach vorne? Ja, das ist meine Freundin. Ja, die trägt gelb, ne? Ist ein bisschen gefährlich in der Stadt. Ist es? Ja. Warum? Weil wenn die Vagos kommen, ne? Die Mexikaner. Ja. Die sehen halt, dass die da gelb trägt, ne? Okay. Es kann das mal ganz einfach sein, dass die gezwungen wird, die Kleidung auszuziehen und was anderes. Ernsthaft? Ja. Hallo. Hey, Mimi, hast du gehört, hey. Du sollst hier nicht gelb tragen? Das ist gefährlich. Warum denn? Ja, wenn halt die anderen mexikanischen Gangs kommen, kann das sein, dass sie dich dann einpacken und sagen, du sollst was anderes anziehen? Okay, ich wusste nicht, ich bin hier zum ersten Mal. Ja, ich auch nicht. Deswegen sagt er es uns. Ja. Ah, okay, ja, Wahnsinn. Ich wohne ja nicht hier, du wohnst ja nur hier. Ich meine, wenn du eine andere Kleidung hast, kannst du halt hier drinnen ausziehen. Ja. Umziehen. Entschuldigen, wir kennen uns nicht. Tyson, Vorsicht. Ja. Mimi, wenn du willst, kannst du dich bei mir umziehen. Wir können ja mal reingehen. Ich will mir nur kurz Wohnung angucken. Ja, dann komm mit. Okay, super. Also, dann danke, Tyson. Gell? Bis dann. Ja, ich bin weiter, ne? Jo. Adios. Ciao. So, wer ruft mich denn jetzt an?